Ja, sag ich Ihnen. Also, ja, das ist die Galerie, ja. Hier noch ein Contemporary aus Berlin. Mein Name ist Ralf Hänsel. Und ich finde es immer spannend, wenn man so gute Arbeit von Adolf Luther filmt, weil die Arbeit von Adolf Luther sind ja von ihm als Integration gemeint. Integration von Licht und Raum. Und er hat sie nicht als Skulpturen und Objekte bezeichnet, sondern als Integration von Licht und Raum. Verschollen war, fanden wir. Ne? Und jetzt sind wir ganz begeistert, dass sie hier fast die ganze Koje damit ausgestattet haben. Das ist schon ein Wahnsinn. Und wie kommt das, dass sie jetzt auf Luther so setzen, sag ich mal? Ich möchte das Wort jetzt etwas relativieren. Ja? Ja? Denn ich war hier letztes Jahr mit einer Solo-Präsentation von Adolf Luther hier auf der Cologne Fine Art. Und ich habe mit Luther angefangen, vor vielen Jahren schon. Und zwar, weil ich eine Galerie für zeitgenössische Künstler habe. Mhm. Und ich wollte gerne gerade in dem Berlin, welches ja überbordend ist mit Kunst jeglicher Gattung, jeglicher Qualität, mir kam es drauf an auf Nachhaltigkeit und Energie. Und ich bin der Meinung, dass es gut ist, wenn man Künstler der Generation von Luther hat, auch die ZERO-Kunst hat, aber auch eine Künstlerin wie Mary Bauermeister im Portfolio Galerie, für die ich sehr viel getan habe und wir ein hervorragendes Comeback schon geschaffen haben. Mhm. Das ist sozusagen die Maßstäbe der Qualität der Galerie und somit die auch einen Vorbildcharakter für die jungen Künstler haben. Auch wenn die Künstler sich mit ganz anderen Kunstgattungen auseinandersetzen, ist völlig egal. Und so bin ich schon seit vielen Jahren auf Luther gekommen, arbeite sehr eng mit der Adolf-Luther-Stiftung zusammen und habe auch wichtige Ausstellungen gemacht. Zum 100. Geburtstag von Adolf Luther zum Beispiel hatte ich die wichtigste Ausstellung überhaupt. Mit dem berühmten fokussierenden Raum von 1968, der 1970 im Volkwang-Museum gezeigt wurde. Oder nächstes Jahr, wenn dann im März, ich glaube am 20. März die Eröffnung der ZERO-Ausstellung, die aus New York kommt, im Martin-Gropius-Bau, dann zeige ich am 19. März eine große Luther-Ausstellung. Also gibt es Zusammenhänge. Und jetzt, um auf Ihren Punkt nochmal zu kommen, ist es so, dass damals, als ich vor 5, 6 Jahren das vorhatte, auch die Gegenüberstellung zu machen, dann fuhr ich nach Krefeld zu der Vorsitzenden von der Adolf-Luther-Stiftung und dann sagte sie, wie bitte, Herr Hänsel, Sie wollen ZERO in Berlin zeigen, in der ZERO-Diaspora? Und dann sagte ich, ja gerade deshalb. Mhm. Und seit der Zeit haben wir ein sehr gutes Verhältnis und ich bin vor 4 Jahren, glaube ich, hatte ich eine Solo-Präsentation von Adolf Luther auf der Messe in Turin, auf der Artissima, die sehr erfolgreich war, weil da hatte man eigentlich auch einen ganz anderen Zugang in dieser ganzen Arte Povera Gegend und es gab also die Luther-Freundschaft mit den Arte Povera Künstlern, hat man einen ganz anderen Zugang gehabt als in Berlin. Und seit der Zeit mache ich das sehr viel, auch sehr international auf anderen Messen und naja, allmählich wird das gesehen und anerkannt. Ja, wunderbar. Also wann kommt denn die Ausstellung aus New York nach Berlin dann? Ja, zunächst ist es nicht 100% die Ausstellung, wird ja verändert in irgendeiner Weise. Ich bin auch sehr gespannt, wie es ist. Mhm. Ja. Dass man nicht erwartet, dass dieselbe ist, deshalb sage ich jetzt die Foto. Ja. Also die Eröffnung im Martin-Gropius-Bau soll am 20. März sein. Und ich mache dann am 19. März, am Tag davor, mache ich meine Ausstellung in der Galerie in Berlin. Wunderbar. 401 Contemporary, Potsdamer Straße, Innenhof des Tagespiegel, in der Nähe der neuen Nationalgalerie, also sehr zentral und die beste Galeriegegend von Berlin überhaupt. Ja, danke schön, Herr Hänsel. Ja, wunderbar. Musste sein, der Name. Ja, na klar. Nee, ich gebe Ihnen mal die...